aqui receber os professores Márcio Evangelista, que vai presidir a nossa mesa. Caso vocês não conheçam, o professor Márcio, nosso juiz de direito no tribunal, é professor de direito penal aqui na casa. E também os professores visitantes, professor doutor Martin, professora doutora Amélia. E o professor Luiz Henrique Alves, que é doutorando na Alemanha, junto com o professor doutor Martin. É um prazer enorme para todos nós, o EDP prestigia esse tipo de eventos. Eu peço desculpas por não poder permanecer aqui com vocês, aliás, eu não estou nem trajado adequadamente para a ocasião, fui pego de surpresa, mas o professor Márcio Evangelista fará as honras da casa e fará as apresentações devidas. Tá bom? Muito obrigado a todos, bom evento. Obrigado. Até logo. Goodbye. Bom dia, senhores. O propósito hoje é ser uma mesa redonda sobre direito penal alemão, né? Então, nós temos aí o professor Martin e a professora, como que é o nome completo? Annika. Né? São professores da Universidade de Humboldt, de Berlim, né? E vão falar sobre um pouco sobre o direito penal e os direitos fundamentais. Então, é um bom para a gente ter esse intercâmbio, né? Saber realmente como que nós temos uma influência muito grande do direito alemão. Então, eles vão trazer o que, que hoje está acontecendo lá. Então, vamos ver se nós estamos seguindo ou não a... seguindo ou não a linhagem do direito alemão, que o Brasil teve uma influência muito grande em 1940, correto? O currículo da professora Annika, né? É doutora em Direito pela Universidade de Humboldt, de Berlim, professora de Direito Penal e Direito Penal Europeu, né? E pesquisadora e conferencista e professora auxiliar do Dr. Martin, né? Desde 2012, atua no Secretariado Jurídico de Berlim. O professor Martin, titular da Universidade de Humboldt e professor visitante da Universidade do Cabo Ocidental da África do Sul. Sua tese de doutorado foi apresentada em 2002, publicada pela editora Duncan em 2004, chefe hoje do Instituto de Direito Penal Internacional Franz von Slitz. Acredito que não precisa muito mais a gente falar sobre isso. Vamos aproveitar, né, o professor, esgotar toda a possibilidade de entender o que o direito penal alemão pode nos trazer aqui. E desde já agradeço a presença dos professores. E já passo a palavra imediatamente ao professor Martin. Fique à vontade, são todos ouvidos, e agradeço muito. Agradeço também a presença do professor Luiz, né, que, fluente alemão, pode nos ajudar bastante aqui, né? Obrigado. Pois não. Agora é o que vou usar, né? Bom dia, meine Damen und Herren. Bevor ich mit dem Vortrag beginne, möchte ich mich auch im Namen unserer kleinen Berliner Delegation sehr herzlich bedanken beim Institut für öffentliches Recht von Brasilia für diese freundliche Einladung. Es ist für uns eine große Ehre und Freude, hier an der Schule für öffentliches Recht unsere Ideen vorstellen zu dürfen. Wenn man über den Einfluss von Grund- und Menschenrechten auf das Strafrecht in demokratischen Staaten nachdenkt, dann geht es zunächst um die Ebene der Verfassung, der nationalen Verfassung. So beeinflusst die nationale Verfassung in Deutschland das deutsche Strafrecht und die nationale Verfassung in Brasilien beeinflusst, wie ich gehört habe, das brasilianische Strafrecht. Die in den nationalen Verfassungen enthaltenen Grund- und Menschenrechte haben damit Einfluss auf das jeweilige Strafrecht. Ich möchte dagegen heute den Fokus richten auf die internationalen Menschenrechte. Für Deutschland besonders wichtig ist dabei die Europäische Menschenrechtskonvention aus dem Jahr 1953. Daneben aber auch das Recht
der Europäischen Union und natürlich das sonstige Völkerrecht. Wenn man über internationale Einflüsse auf das Strafrecht nachdenkt, dann geht es zumeist um das Prozessrecht. Nur beispielhaft zu nennen sind das Folterverbot, die Unschuldsvermutung, der Anspruch auf ein faires Verfahren und Grenzen für die vorläufige Festnahme des Beschuldigten. Ich möchte den Schwerpunkt heute aber anders legen, nämlich auf das materielle Strafrecht. Dabei könnte Deutschland schon deshalb als Maßstab besonders gut passen, weil in Deutschland bekanntlich vor 200 Jahren der Grundsatz nulla pena sine lege, keine Strafe ohne Gesetz, erstmals in einem Gesetz niedergelegt worden ist. Deswegen möchte ich heute zunächst in den Vordergrund stellen die Strafe. Die Strafe als Sanktion am Ende eines Strafverfahrens ist nicht bloß eine Geld- oder Freiheitsstrafe, sie ist verbunden mit einer sozialethischen Missbilligung des Verhaltens des Bestraften. Dem Bestraften wird im Namen des Volkes gesagt, dass er kriminelles Unrecht begangen hat. Diese Strafe steht nicht nur am Ende des Strafverfahrens, sie ist auch für den Gesetzgeber Leitprinzip. Er muss entscheiden, für welche Formen von Unrecht diese Sanktionsform als Ultima Ratio zum Einsatz kommt und für welche nicht. Betrachtet man die Strafen und den Einfluss der internationalen Ebene auf diese, dann ist der vielleicht am meisten ins Auge stechende Punkt die Abschaffung der Todesstrafe. Geht man zurück zu 200 Jahre in die deutsche Strafrechtsgeschichte und in die Strafrechtsgeschichte anderer Länder, dann war klar, dass für schwere Verbrechen die Todesstrafe möglich war, dass sie verhängt wurde und auch vollstreckt wurde. Das galt noch bis weit ins 20. Jahrhundert in vielen Ländern, vor allem für Mord. Dahinter stand die nicht bewiesene Idee, eine so schwere Strafe schreckt potenzielle Täter ab, solche Straftaten zu begehen. In den totalitären Diktaturen des 20. Jahrhunderts wurde diese Strafe aber pervertiert zur Bekämpfung politischer Gegner. Deswegen haben etwa die zuvor faschistischen Diktaturen Deutschlands und Italiens nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als sie wieder Demokratien geworden sind, die Todesstrafe in der Verfassung eliminiert. Das gilt und galt aber nicht auf internationaler Ebene.
westliche Demokratien wie Großbritannien und die USA haben ebenso an der Todesstrafe festgehalten wie die kommunistischen Diktaturen Osteuropas. Und die Europäische Menschenrechtskonvention lässt ausdrücklich formal bis heute die Todesstrafe zu, wenn sie gesetzlich angeordnet war. Gegen die Todesstrafe war also nichts zu sagen. Es galt nur nulla pena sine lege. Erst 1983 kamen einige Mitgliedstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention überein, dass man diese Strafe ächten soll. In einem Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention haben sie zuerst die Todesstrafe in Friedenszeiten abgeschafft. In Europa war das der erste Versuch, diese Strafe auf völkerrechtlicher Ebene international abzuschaffen. Und in Europa war das erfolgreich. Bis heute haben, bis auf Weißrussland, alle Staaten Europas die Todesstrafe abgeschafft. In Brasilien, habe ich gelesen, ist bereits 1891 die Todesstrafe abgeschafft worden. Wenn ich recht sehe, sind auch die meisten Staaten Lateinamerikas diesem Vorbild gefolgt. Sodass man heute sagen kann, dass für beide Kontinente, für Südamerika wie für Europa, die Todesstrafe geächtet ist. Das gilt natürlich nicht weltweit. In den USA, aber auch vielen Staaten Afrikas und Asiens ist bis heute die Todesstrafe Praxis. Ein Drittel der heutigen Staaten kennt diese Strafform noch. Bedenkt man allerdings, dass in den meisten anderen Staaten die Todesstrafe erst in den letzten 3 Jahrzehnten abgeschafft worden ist, dann realisiert man, dass sich das Verständnis der Menschenrechte und der Menschenwürde verändert hat. Man kann sagen, die anderen Kontinente haben sich am Vorbild Südamerikas orientiert. Esempio luminoso d'America Latina. Aus Völkerrecht fußt heute auch ein Verbot unmenschlicher und erniedrigender Bestrafung. Il diritto internazionale pubblico oggi también recomienda una proibición di penas desumanas e abolidoras della dignità umana. Verboten sind daher grausame Strafen. Así se prohíben también penas crueles. Und Strafen, die den Bestraften in besonderem Maße entwürdigen und in seiner Menschenwürde verletzen. Retirung a dignidade humana do da pessoa punida. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat dies etwa für essa sua dignidade. Einige Formen der Prügelstrafe. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos admitiu a justeza desse princípio para algumas formas da aplicação da pena de chibata. Internationalem Wandel unterliegen auch die sogenannten Strafzwecke. Also sind schon mal das Finalidades punitivas também estão sujeitas a transformações internacionais. War früher die Idee der Vergeltung passado, ganz herrschend. A ideia do talhão dominava. Nach dem biblischen Motto Auge um Auge, Zahn um Zahn. De acordo com o mandamento bíblico, olho por olho, dente por dente. Wurde danach vor allem auf Abschreckung gesetzt. Pensou-se em épocas posteriores, sobretudo no efeito dissuasório. Seit den späten 60er Jahren, desde o fim dos anos 60,
steht der Gedanke der Resozialisierung im Vordergrund. A ideia da ressocialização está no primeiro plano. Der Bestrafte soll durch die Strafe a pessoa punida soll es ihm ermöglicht werden, danach ein straffreies Leben zu führen. Deve ter possibilidade de levar uma vida livre de sanções penais depois de cumprir as sanções. Dieser Zweck wird heute insbesondere essa von der Europäischen Union favorisiert. É favorecida especialmente pela União Europeia. Zu den Grundprinzipien des materiellen Strafrechts. Agora com relação aos princípios fundamentais do direito penal material. Vor allem in Deutschland ganz im Vordergrund steht das Schuldprinzip. Está em primeiro plano o princípio da culpa. Natürlich ist in jedem Staat verboten, allein zur Abschreckung einen Unschuldigen zu verurteilen. Condenar um inocente apenas para fins dissuasórios. Im Deutschen sprechen wir dann davon, dass man einen zum Sündenbock macht. Os alemães costumam dizer que uma pessoa então é transformada em bode expiatório. Aber wir meinen mit dem Schuldprinzip noch mehr. Quando nós falamos do princípio da culpa, da culpabilidade, nós pensamos um pouco além disso. Nämlich persönliche Verantwortlichkeit des jeweils Angeklagten für seine Tat. Responsabilidade pessoal do réu pelos atos cometidos por ele. Vor diesem Hintergrund sind etwa diante desse pano de fundo, Probleme gegeben bei sogenannten Strict Liability Delikten. Anglo-amerikanischen Rechts. Nos delitos liability do direito anglo-americano. Hier müssen nämlich nicht alle Elemente der Tat verschuldet sein. Do ato em questão devem ser culposos. Auf internationaler Ebene no plano wird derzeit darüber diskutiert. Discute-se hoje sobre o seguinte. Auch gegen Unternehmen Strafen verhängen kann. Discute-se se também é possível impor penas a empresas. In Deutschland lehnt man das ab, weil sie nicht persönlich schuldig sein können. Porque empresas não poderiam ter culpa pessoal. Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Agora, duas palavras sobre o princípio da proporcionalidade. Es hat sich durchgesetzt, dass Eingriffe in die Grundrechte der Bürger in einem Rechtsstaat verhältnismäßig sein müssen. Intervenções nos direitos dos cidadãos num Estado de Direito devem sempre atender o princípio da proporcionalidade. Dabei wird etwa in Deutschland dem Gesetzgeber ein großer Spielraum eingeräumt, wenn er entscheidet, ob etwas strafbar ist oder nicht. Decisão ao legislador quando ele decide se determinado ato é punível ou não. So hat das Bundesverfassungsgericht assim, nicht beanstandet, dass in Deutschland der Inzest zwischen Geschwistern strafbar ist. Do incesto ser punível, do incesto entre irmãos carnais ser possível na Alemanha. Punível, perdão. Danach, das beeinträchtigt zwar die Persönlichkeitsrechte von Bruder und Schwester. É claro que isso afeta, a punibilidade afeta os direitos de personalidade miteinander verkehren dürfen, do irmão e da irmã, porque eles se veem proibidos de manter intercurso sexual. Mas isto, para o Tribunal Constitucional Federal Alemão, não é uma limitação arbitrária, mas fundamentada. Diese Einschätzung hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geteilt. A Corte Europeia de Direitos Humanos compartilhou essa decisão do Tribunal Supremo Alemão. Aus dem Schuldprinzip do wird hergeleitet, culpa, dass die Strafe schuldangemessen sein muss. A pena deve ser adequada à culpa. Das heißt, in outras palavras, sie darf nicht höher sein als die Schuld des a pena Täters. Não deve ser superior à culpa. Manche fordern auch, dass sie nicht niedriger sein darf. Alguns também exigem que ela não seja inferior à culpa. Damit verbunden wird heute in der Grundrechtecharta der Europäischen Union eine Idee der Verhältnismäßigkeit zwischen Straftat und Strafe. Deve haver uma ideia de proporcionalidade entre ato delitivo e pena imposta.
Daraus folgt etwa, dass der Gesetzgeber nicht einfach Strafen beliebig erhöhen kann. Isso segue que o legislador não pode, a seu bel prazer, aumentar sanções penais para delitos não tão graves assim. Als der Grundsatz des materiellen Strafrechts gilt vielen muitas crimen, pessoas nulla pena sine lege. Vem como princípio do direito penal, o princípio já mencionado, nulo potenzielle Täter sine pena, soll vor Begehung seiner Tat erkennen können, ob diese Strafe potencial deve reconhecer und welche Strafe ato, antes de cometer o ato, se o ato é punível e que pena o espera eventualmente. Dies steht in Deutschland in der Verfassung, ist aber auch etwa auf internationaler Ebene in der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Grundrechtecharta der Europäischen Union verankert. In der Charta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Allerdings ist das, was no man damit meint, von Land zu Land verschieden. Difere de país para país. Während es im angloamerikanischen Rechtskreis nur darum geht, ob der Täter erkennen konnte, dass das, was er tut, kriminelles Unrecht ist, reconhecer que aquilo que ele faz é ilícito criminoso. Muss aus deutscher Sicht eine ganz klar bestimmte Strafnorm vor Beginn der Tatbegehung in Kraft getreten sein. Deve entrar em vigência uma determinada norma penal antes do cometimento da ação. Die deutsche Doktrin fordert also eine als Gesetz erlassene schriftliche Strafnorm. Uma norma penal promulgada como lei e na forma escrita. Dagegen kennt das Common Law ja auch Straftatbestände aufgrund Gewohnheitsrechts. Anglo-americano conhece normas penais baseadas em direito consuetudinário. Diese sind sehr viel flexibler, was das Rückwirkungsverbot betrifft, als das Gebot, das schriftlich fixierte Strafnorm zur Zeit der Tat bestanden haben müsste. O princípio na Alemanha de que normas escritas ilegais devem ter existido antes do cometimento do delito. Das möchte ich an einem heute vielleicht seltsam klingenden Beispiel verdeutlichen. Illustrar isso com base num exemplo que hoje pode se afigurar estranho para muitos de vocês. Aber bis vor 30 Jahren in nahezu allen Ländern in dieser Form gegolten hat. Esse caso varia em praticamente todos os países. In den meisten Ländern war nämlich früher die Vergewaltigung in der Ehe nicht strafbar. Na maioria dos países, a violação da mulher durante a constância do casamento não era suscetível de punição. In England galt dies aufgrund von Entscheidungen zum Common Law aus dem 17. Jahrhundert. Isso era considerado assim a partir de decisões do Common Law do século 17. Als Grund genannt wurde, como dass razão, der Mann sich nur das nimmt, was ihm durch den Ehevertrag eingeräumt wird. O marido somente toma o que já lhe foi concedido inexpressamente pelo contrato matrimonial. In Deutschland galt bis 1997, na Alemanha, até 1997, der Tatbestand der Vergewaltigung tínhamos o tipo legal da violentação, dass er nur außereheliche sexuelle Handlungen erfasst hat. Mas o tipo legal contemplava apenas violentações extramatrimoniais. Anfang der 80er Jahre no início dos anos 80, änderten englische Gerichte ihre Rechtsprechung. Os tribunais britânicos mudaram a sua jurisprudência. Sie überlegten, ob das gegen nullum crimen verstößt. Isso seria uma infração do princípio nullum crimen. Sie haben das aber verneint, weil sie sagten, es gibt einen Bedeutungswandel. Admitiram que teria havido uma mudança de significado. Für die Täter, also die Ehemänner, war erkennbar, dass zur Zeit der Tatbegehung es nicht mehr als ihr Recht angesehen wurde, que, sondern vielmehr als kriminelles Unrecht. Da mulher já não era mais percebida como direito, mas muito pelo contrário, como não direito, como ilícito criminoso.
wäre so eine Argumentation na, unmöglich. Alemanha, tal argumentação teria sido impossível. Hier musste der Gesetzgeber das Gesetz Alemanha, ausdrücklich ändern und das Wort außerehelich streichen. A fazer uma mudança expressa da lei, unabhängig que foi feita, mediante, vom Anschauungswandel konnte man nicht eliminação einfach deswegen da palavra extramatrimonial. Não era possível mudar a jurisprudência apenas com base na modificação dos padrões sociais. Das zeigte sich auch in der Rechtsgeschichte. Isso se mostrou também na história do direito. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Nazi-Kriegsverbrecher von alliierten Gerichten verurteilt. Os tribunais de guerra nazistas foram condenados por tribunais aliados dos vencedores da Segunda Guerra. Basis waren Völker Strafrechtstatbestände, die erst nach dem Krieg formuliert worden sind. Legais que foram usados para a condenação eram tipos legais do direito internacional público formulados somente depois da guerra. Aus Sicht der Nürnberger Prozesse do war das kein Problem, weil die Nazitäter zur Zeit der Tat gewusst haben, dass sie kriminelles Unrecht begehen. Autores nazistas sabiam na hora do cometimento da sua ação, dos seus atos, que estavam cometendo ilícitos criminosos. Deutsche Gerichte sind dem nicht gefolgt. Os tribunais alemães não seguiram esse entendimento. Sie sagten, diese Tatbestände sind erst nach der Tatbegehung geschrieben worden. Somente foram fixados depois do cometimento das respectivas ações. Die einzige Möglichkeit einer Verurteilung war deswegen de condenação é, portanto, der Tatbestand des Mordes im deutschen Strafgesetzbuch. O tipo legal do assassinato tipificado no Código Penal alemão. Isso já existia antes. Ein anderes Problem spielt auf der Rechtfertigungsebene. Tem a ver com o plano da justificativa. Dabei geht es um das Notwehrrecht in Deutschland. Aqui se trata do direito à legítima resistência legítima, legítima defesa. Das deutsche Strafgesetzbuch lässt Notwehr nämlich auch zu admite zur Verteidigung von Sachwerten. Legítima defesa quando se trata de defender valores materiais. Und zwar selbst dann, wenn ich den Angreifer töte. Isso mesmo, no caso de eu, Klaut de uma jemand casa mein assaltada, Auto, matar und o assaltante, ich kann ihn nur durch tödliche Schüsse stoppen? Se alguém rouba meu automóvel, eu só posso parar o ladrão desferindo tiros mortais. Então, de acordo com o direito alemão, eu não estou incorrendo em ilícito penal. Die Europäische Menschenrechtskonvention a Convenção Europeia de Direitos Humanos lässt dagegen Eingriffe in no das entanto, Leben admite, nur zu, só admite intervenções na vida, um andere Personen gegen rechtswidrige Gewalt zu verteidigen. Quando se trata de defender outras pessoas contra a violência ilegítima, ilegal. Man hat diskutiert, ob das Einfluss auf das deutsche Notwehrrecht hat. Já se discutiu se esse entendimento europeu não poderia influir no direito alemão regulamentador da legítima defesa. Man hat dies letztlich aber verneint. Essa resposta em última instância foi respondida negativamente. Weil die Europäische Menschenrechtskonvention als völkerrechtlicher Vertrag nur den Staat verpflichtet, nicht eine Grenze im Verhältnis zwischen den beiden Bürgern markiert. Assinala a fronteira entre, digamos, dois cidadãos. Heute zunehmend im Mittelpunkt tritt der Menschenrechtsschutz durch Strafrecht. A proteção dos direitos humanos pelo direito penal assume uma importância cada vez maior. Das Problem ist nämlich, dass insbesondere nach Militärdiktaturen o problema é o seguinte, sobretudo depois de ditaduras militares, schwere Menschenrechtsverletzungen é muito difícil zu verfolgen. Perseguir graves violações de direitos humanos. Der Tatortstaat ist oft nicht willens oder nicht in der Lage dazu. O estado no qual os crimes aconteceram não tem vontade ou não tem condições para fazer isso. Deswegen hat sich in den letzten 15, 20 Jahren durchgesetzt, dass andere Staaten versuchen, diese Aufgabe zu übernehmen. 15 anos eu consegui fazer com que outras pessoas visitassem esses estados que se negam a processar o seu passado.
Das Paradebeispiel dafür ist das Verfahren gegen den chilenischen Diktator Augusto Pinochet. Mais paradigmático è un processo iniziato contro o ex dittatore chileno Augusto Pinochet. Hier war es die spanische Justiz, aquí die versucht hat, ihn vor Gericht zu bringen. O judiciário espanhol que tentou arrastá-lo para as barras do tribunal. Grund war, dass unter den Opfern von Pinochet auch spanische Staatsbürger waren. Algumas vítimas do regime pinochetista foram cidadãos espanhóis. Letztlich hat man das vermieden. Pinochet wurde in Chile angeklagt. Isso foi evitado. O Pinochet foi acusado no Chile. Wegen Verhandlungsfähigkeit, Unfähigkeit nicht mehr vor Gericht gestellt. Como não estava em condições de ser interrogado, não teve como ser processado. In Deutschland gab es das Gleiche. Na Alemanha ocorreu o mesmo. Dort ermittelte die Justiz gegen die argentinischen Junta-Generale, weil unter den Toten auch eine deutsche Professorentochter war. Juntas militares argentinas dos anos 70 ou 80, porque uma das vítimas era a filha de professor catedrático alemão que estava na Argentina. Heute ist das gleiche etwa für hoje, Ruanda. Dort gab es einen Völkermord. Acontecem processos similares com relação a Ruanda, o genocídio na África. Vor wenigen Wochen wurde einer dafür Verantwortlicher in Frankfurt verurteilt. Responsável foi condenado por tribunal de Frankfurt, na Alemanha. Diese etwas selektive Strafverfolgung essa perseguição penal, ist aber problematisch. Pouco seletiva, no entanto, não deixa de ser problemática. Deswegen hat man razão, 2002 in Den Haag mit dem Internationalen Gerichtshof ein Weltstrafgericht zur internationalen Verfolgung von Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen. Tribunal Penal Internacional para a Persecução Penal de Crimes contra os Direitos Humanos e Crimes contra a Humanidade. Brasilien und Deutschland gehören zu den Unterstützerstaaten. O Brasil e a Alemanha pertencem aos signatários da primeira hora. Lateinamerika war ohnehin stark dort vertreten. América Latina foi bem representada nesse tribunal. Der Argentinier Luis Moreno Ocampo war der erste. O jurista argentino Luis Moreno Ocampo foi o primeiro acusador. Und derzeit lehrt an der Humboldt-Universität. E de momento nós temos na Universidade Humboldt, na qual eu leciono. Bolivianische Justizminister René Blattmann. Ex-ministro da Justiça da Bolívia René Blattmann. Der Vizepräsident des Internationalen Strafgerichtshofs war. Que foi vice-presidente da Corte Penal Internacional. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat schließlich aus dem Recht auf Leben. No fim, a Corte Europeia de Direitos Humanos derivou do direito à vida. Gefolgert, dass wenn jemand in polizeilichen Gewahrsam unter ungeklärten Umständen stirbt, uma pessoa está sob os cuidados da polícia e morre em circunstâncias não esclarecidas. Der Staat verpflichtet Estado, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen. A realizar uma investigação independente. Es genügt also nicht, dass die Polizei sich não selbst basta, kontrolliert. Portanto, que a própria polícia se autocontrole. Diskutiert wird heute auch Discute-se über aus den Grundrechten folgende Schutzpflichten. Sim, é possível derivar deveres de tutela a partir dos direitos fundamentais. Im Einzelnen zu Strafpflichten führen, das möchte ich hier jetzt nicht näher vertiefen. Que pode levar em casos individuais direito penal. Schluss. Não quero aprofundar essa discussão. Die Grund- chego ao fim da minha beeinflussen heute in erheblichem Maße os direitos fundamentais e os direitos humanos hoje influem consideravelmente nos ordenamentos juspenalistas nacionais. Sie stellen die tradierten nationalen Strafrechtssysteme immer wieder vor Herausforderungen. Sempre representam desafios para os ordenamentos juspenalistas tradicionais. Insgesamt hat aber die Orientierung tudo somado, an internationalen menschenrechtlichen Standards zu einer Humanisierung des Strafrechts tem, und vor allem auch der Strafe de in vielen Ländern internacionais e contribuiu muito para humanizar as penas e modernizar o direito penal. Muito obrigado pela atenção que vocês prestaram. Bom, acabamos de ouvir aí
bela explanação sobre direito penal alemão, né? Wir haben einen schönen Vortrag über deutsches Strafrecht gehört. Und wer sich mit Strafrecht beschäftigt, sieht, dass wir gar nicht so weit von den deutschen Positionen entfernt sind. Damit möchte ich jetzt Frau Dr. Anneke Petsche das Wort erteilen. Sie spricht zum Thema das Spannungsfeld von Verteidigungsrechten und dem Staatsschutz. Bedarf es eines Sonderstrafrechts für staatsgefährdende Straftaten? Frau Petsche, Sie haben das Wort. Bon dia. Guten Morgen. Auch ich möchte mich noch für die Einladung hier bedanken und lege gleich mit meinem Vortrag los. Das deutsche Strafverfahrensrecht ist so ausgestaltet, dass es dem Schutz desjenigen dient, der sich mit staatlichen Ermittlungs- und Verfahrensmaßnahmen konfrontiert sieht. So bietet es grundsätzlich jedem Verdächtigen verschiedene Verfahrensgarantien. Zu nennen sind hier beispielsweise das Recht des Beschuldigten auf rechtliches Gehör nach Artikel 101 Grundgesetz, wonach niemand seinem gesetzlichen Richter entzogen werden darf. Cito, ninguém pode ser subtraído ao seu juiz natural. Fim da citação. Zudem ist die Unschuldsvermutung Além disso, zu nennen. Nós temos dimensionar aqui a presunção da inocência. Die erfordert, dass jeder einer Straftat Verdächtige suspeita oder Beschuldigte de ter cometido ilícito penal, ou todo während réu, der gesamten Dauer des Strafverfahrens a duração do processo als unschuldig penal behandelt wird. Seja tratado como inocente. Und nicht er seine Unschuld, ela deva provar a sua inocência, sondern die Strafverfolgungsbehörde seine Schuld de perseguição penal deve provar a culpa. Doch existieren Bereiche, existem, in denen entanto, dieser Schutz infrage gestellt wird. Essa proteção, essa tutela é colocada em xeque. So sollen gerade dort, wo es um den Schutz des Staates und der Sicherheit geht, diese Garantien nicht beziehungsweise nicht vollumfänglich gelten. Ter vigência, respectivamente, não devem in Angesicht erheblicher Bedrohung des Staates, die sie beispielsweise durch den Terrorismus Estado, und die organisierte são, Kriminalität gegeben sind, dadas pelo terrorismo e pelo crime ist organizado, eine Tendenz, podemos reconhecer in der hoje uma tendência tanto na legislação quanto in der rechtswissenschaftlichen na Diskussion zu jurídica, erkennen. Mit Verweis auf die erhebliche Gefahr, über eine Absenkung dieser hohen Hürden nachzudenken muito oder elevados, gar eine solche gesetzlich einzuführen. De introduzir esses obstáculos por força de lei. Es stellt sich daher die Frage, assim se coloca a pergunta, ob es wirklich eines Sonderstrafrechts für staatsgefährdende Straftaten especial, para delitos, que colocam em xeque a der wohl bekannteste Vertreter der deutschen Rechtswissenschaft, quizá mais conhecido da ciência jurídica alemã, que desenvolveu uma concepção jurisdogmática para tal restrição dos direitos dos acusados, dos réus, é o professor Günther Jacobs. Hat hierfür den Begriff des Feindstrafrechts entwickelt. O conceito do direito penal Und do mit inimigo. Diesem Konzept möchte ich mich e im Folgenden vor dem Hintergrund der Beschuldigtenrechte und der Menschenwürde auseinandersetzen. Dafür möchte ich zunächst das Konzept des Feindstrafrechts nach Jacobs erläutern. O conceito do direito penal do inimigo de Günther Jacobs. Das Feindstrafrecht ist im Sinne eines Sonderstrafrechts zur Bekämpfung von Feinden zu verstehen, direito penal especial, das den Straftäter oder jedenfalls bestimmte Straftäter do ilícito penal, nicht mehr als Bürger, penais, sondern als Feinde não, betrachtet, mas como cidadão, mas für como den inimigo, verfassungsrechtliche Garantien para o qual möglicherweise nicht mehr constitucionais
oder nur noch eingeschränkt gelten. Tenham mais validade ou tenham uma validade apenas limitada. Dieses wurde von Jacobs erstmals auf der Strafrechtslehrertagung in Frankfurt am Main im Jahre 1985 unter dem Titel Kriminalisierung im Vorfall einer Rechtsgutsverletzung vorgestellt. Dabei äußerte er die Beobachtung einer zunehmenden Vorverlagerung der Strafbarkeit und stellte die Frage nach deren Legitimität. Formulando a pergunta pela sua legittimidade. Grund für eine solche Vorverlagerung sei nach Jacobs das Sicherheitsbedürfnis einer Risikogesellschaft, die zum Schutz bereits an die Rechtsgutsgefährdung anknüpfen muss. Proteger, deveria, partir, da, ideia, da, do risco de bem jurídico. Doch widerspreche dies Mas der Rolle des Straftäters als Bürger. Contrariaria o papel Denn Bürgerstrafrecht optimiere Freiheitssphären cidadão, und setze dadurch Grenzen. Otimizaria esferas de liberdade, traçando limites ao direito penal. Feinstrafrecht, aber verfolge den Rechtsgüterschutz zu Lasten der grundrechtlich garantierten Freiheiten des Einzelnen. Bens jurídicas a expensas das liberdades do indivíduo constitucionalmente garantidas. In der Folge ging Jacobs weiter und, Jacobs, avançou und stellte ainda mais fest, e constatou dass das Bürgerstrafrecht und das Feinstrafrecht deutlich voneinander zu trennen seien. Verschiedene Zwecke verfolgen und auch problemlos nebeneinander existieren poderiam coexistir sem nenhum problema. Letztlich rechtfertigte er das Nebeneinander, indem er postulierte, dass es um dem Bürgerstrafrecht seine rechtsstaatlichen Eigenschaften zu erhalten, ao direito penal do cidadão, man gegen die Feinde des Rechtsstaates de direito, in anderer Weise vorgehen müsse, als gegen die Bürger. Agir contra os inimigos do Estado de Direito de outra forma como agimos com relação aos cidadãos. Nur so Somente könne assim, die Kontaminierung des Bürgerstrafrechts verhindert bzw. rückgängig respektivamente abolida. Jacobs überträgt so Günther die Dualität Jacobs von Sicherheit und Freiheit in das assim Strafrecht. A dualidade de segurança e liberdade ao direito penal. Danach soll es ein de rechtsstaatliches, sua, tese, wohl für den normalen Durchschnittsbürger geltendes Bürgerstrafrecht geben no Estado de Direito, und que daneben vale para ein o eigenes cidadão Feinstrafrecht. Médio normal. Ao lado disso deve haver direito penal do inimigo. So muss nach Jacobs, de acordo com Jacobs, wer als Person behandelt werden will, quem quer ser, eu cito seinerseits aqui o eine Jacobs, gewisse kognitive Garantie dafür geben, como pessoa, dass deve, er sich als Person verhalten wird. Dar uma certa garantia cognitiva de que deverá comportar-se enquanto pessoa. Bleibt diese Garantie aus? Não oder wird sie sogar ausdrücklich garantia, verweigert, ou sendo ela negada expressamente, wandelt sich das Strafrecht von einer Reaktion der Gesellschaft auf die Tat de einer ihrer da Mitglieder ao ilícito penal, zu einer Reaktion de dos gegen seus einen Feind. Em reação a inimigo. Das Feinstrafrecht folge anderen Regeln Günther Jacobs, als das rechtsstaatliche Bürgerstrafrecht. O inimigo seguiria outras regras do que o direito do penal do cidadão assente nos princípios do Estado de Direito. Ihm sei eine weite Vorverlagerung der Strafbarkeit vor eine Tatbegehung zu eigen. Da característica do direito penal do inimigo seria uma ampla antecipação da punibilidade antes do cometimento do ilícito unter Strafe stellen, assim, der Vorbereitung o einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat a preparação in Paragraph 89a ato de violência, des deutschen Strafgesetzbuchs oder
Paragrafo 89 der Bildung terroristischer Vereinigung nach Paragraf 129 Direito Penal Alemão também admite a antecipação da punibilidade quando se trata da formação de associações terroristas. Zudem kommt es zu einer drastischen Erhöhung aller Strafen. Beziehungsweise gäbe es keine der Vorverlagerung entsprechenden Reduktion der Strafe. Ou não haveria nem uma redução da pena que corresponderia a essa antecipação. Und letztlich gehe das Feinstrafrecht mit dem Abbau prozessualer Garantien einher. Dies sei vor allem im Bereich der prozessualen Ermittlungsmaßnahmen zu erkennen. Seriam reconhecíveis, sobretudo na área das medidas de sindicância processual. Als Beispiel sei hier die in den Paragraphen 31 fortfolgenden des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz geregelte Kontaktsperre zu nennen. Incomunicabilidade do preso, que foi normatizada nos parágrafos 31 e seguintes da lei introdutória do, können die Justizbehörden der Länder Verbindung von Gefangenen na untereinander aqui os, und mit der Außenwelt einschließlich der schriftlichen países, und mündlichen Verkehrs mit dem Verteidiger unterbrechen. Dos presos entre si e com o mundo exterior, incluindo inclusive a o contrato por escrito e oral com o defensor. Diese Entwicklung sei nicht seine persönliche Erfindung, essa evolução sondern die não Tendenz seria, segundo sei ohnehin schon deskriptiv ersichtlich. Mas essa tendência já existiria e poderia ser descrita a partir da evolução da Dieses realidade contemporânea. Feinstrafrecht gelte für kriminelle assim, und terroristische Vereinigung, valeria para associações criminosas e terroristas, para o crime organizado, für Sexualdelikte, para delitos sexuais und Rauschgiftskriminalität. E para a criminalidade de drogas. Die Gesellschaft wird also weiterhin Feinde haben. A sociedade continuará, die eu cito agora o professor Jacobs, oder im tendo inimigos in que nela atuam abertamente ou vestidos de pele de ovelha. Deshalb por isso, besteht zu einem Feinstrafrecht keine heute ersichtliche Alternative. Não existe nenhuma alternativa visível ao direito penal do inimigo. Es geht um die Herstellung erträglicher Umweltbedingungen dadurch, de condições, suportáveis, dass alle diejenigen kaltgestellt werden, no sentido de que todos aqueles sejam neutralizados, que não oferecem a garantia mínima cognitiva, die nötig necessária, ist, um sie praktisch aktuell als Personen behandeln zu können. Possam, enquanto réus, ser tratados como pessoas. Es handelt sich dabei um die rechtliche Regelung einer Exklusion. Estamos aqui diante da regulamentação jurídica de uma exclusão. Feinde sind dabei os inimigos são aktuell Unpersonen. Não pessoas. Auf den Begriff gebracht ist Feinstrafrecht, also Krieg, o direito penal do inimigo, portanto, dessen é a Totalität guerra, auch davon abhängt, was vom Feind alles befürchtet wird. De, daquilo que nós podemos temer do inimigo. Somit sei Feind, assim, o inimigo, wer durch dauerhafte Abkehr vom Recht seria aquele que, die kognitive Mindestgarantie normgemäßes Verhaltens direito, nicht mehr gewährleisten não kann. Poderia assegurar essa garantia cognitiva mínima do comportamento em conformidade com a norma. Zur Veranschaulichung möchte ich ein Para paar aktuelle Beispiele für ein solches Feinstrafrecht geben. Diese penal sind in verschiedenen Rechtsordnungen zu finden. Eles aparecem em vários ordenamentos jurídicos. Beispielsweise assim, fallen die vielfältigen Sonderregelungen, temos die die USA in ihrem War on Terror geschaffen hat, que hier os Estados runter. Unidos criaram na sua guerra ao terrorismo, War on Terror. So wurden nach den Anschlägen des 11. September 2001 durch eine Resolution des Kongresses die Kompetenzen des Präsidenten erheblich erweitert. Significativamente as competências do presidente americano.
Dieser erließ daraufhin sogenannte Präsidentenbefehle, Presidential Orders, mutmaßlichen Al-Qaida-Kämpfer in Afghanistan festzunehmen oder US-Amerikaner durch den Geheimdienst abhören zu lassen, ohne dass es eines richterlichen Haft- oder Abhörbefehls bedurfte. Exigisse previamente uma ordem de prisão judicial ou uma ordem de espionagem assinada por juiz. Zudem durften nach einer Military Order nunmehr ausländische und im Ausland aufgegriffene Mitglieder von Al-Qaida oder andere terrorverdächtige Personen vor Militärgerichten angeklagt und in Militärgefängnissen inhaftiert werden. Podiam ser processadas por tribunais militares e encarceradas em prisões militares. Terroristen wurden fortan als Enemy Combatants behandelt, tratados como enemy combatants, die auch für unbestimmte Zeit, inimigos, wie in Guantanamo Bay auf Kuba noch heute geschieht, inhaftiert por tempo werden indefinido, können. Como acontece na prisão norte-americana de Guantanamo Bay, na ilha de Cuba, até hoje. Zudem kam es zu vielfältigen Änderungen des Rechts durch den US Patriot Act, durch den unter anderem die Befugnisse zur Überwachung mit elektronischen Mitteln oder zur Überwachung von Telefongesprächen erweitert, Einreisebestimmungen signifikant verschärft wurden und die Zusammenarbeit zwischen Geheimdiensten und der Polizei ausgedehnt wurde. Auch wurde die Möglichkeit geschaffen, Ausländer auf unbeschränkte Zeit ohne richterliche Anordnung festzuhalten. Diese Entwicklung ist wohl eines der deutlichsten Beispiele für ein Feindstrafrecht und zeigt zugleich die Probleme auf, die im Hinblick auf die Rechte der Betroffenen bestehen. Auch in Europa gibt es Beispiele für ein solches Feindstrafrecht. So schuf Großbritannien ebenfalls kurz nach den Anschlägen des 11. September in dem Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 die sogenannte Detention Without Trial. Ato antiterrorista e de segurança de 2001. Danach konnte jeder Ausländer ohne Anklage und Verfahren unbegrenzt in Haft genommen werden. Der Secretary of State for the Home Department, formal, der englische Innenminister, ein Verdacht auf terroristische Aktivitäten festgestellt hatte. Dizer, o ministro, do Interior eine Auslieferung, tinha aber wegen der Schahal-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nicht möglich war. Da pessoa não era possível em função da sentença no caso Schahal da Corte Europeia de Direitos Humanos. In dieser Entscheidung war ein Auslieferungsverbot gegenüber Großbritannien verhängt worden, mit Hinweis auf eine durch die Auslieferung entstehende Verletzung des Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, dem Verbot der Folter und der unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung. Da aplicação de uma pena desumana e infamante ou de tratamento desumano e infamante. Aufgrund der offensichtlichen Verletzung des Rechts auf Freiheit und des Diskriminierungsverbotes wurde dieses Gesetz jedoch 2004 durch das oberste britische Gericht für unfahrbar einbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention erklärt. Incompatível com a Convenção Europeia de Direitos Humanos, da qual a Grã-Bretanha também é signatária. Ich überspringe einen Absatz. So kommt man zu dem Ergebnis, dass ein Feindstrafrecht, auch wenn teilweise lediglich die Tendenz der Entwicklung eines solchen gegeben ist, bereits besteht, sodass es einer Beurteilung dessen bedarf.
Daher möchte ich dieses Konzept nun im Hinblick auf die Verfahrensgarantie der Unschuldsvermutung und mit Blick auf die, seine Vereinbarkeit mit der Menschenwürde betrachten. Do direito penal do inimigo, agora com vistas à garantia processual da presunção da inocência e com vistas à sua compatibilidade com a dignidade humana. Zur Vereinbarkeit mit der Unschuldsvermutung. Com relação à compatibilidade com a presunção da inocência. In einem solchen Sonderrecht für den Feind então, findet diese gar keine oder zumindest nur eingeschränkt Berücksichtigung. A presunção da inocência não é levada em Denn consideração ou é levada em consideração de modo muito limitado, porque o inimigo não seria sujeito de direito. Seine Bestrafung, a punição sowie die do inimigo, des Strafverfahrens, bem como a execução do processo penal, deveriam se dar unicamente em conformidade com considerações sein, de oportunidade. Permitido seria o que seria útil para afastar o risco, o perigo. Verfahrensrechtliche Garantias zugunsten des Feindes würden dagegen just processuais die em benefício do inimigo limitariam em contrapartida a eficácia do direito penal. Der in dubio pro reo Grundsatz findet seine Rechtsgrundlage in Artikel 6 Absatz 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention, wonach wörtlich jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig gilt. Dies ist auch im Rechtsstaatsprinzip verankert. Isto também ancora no princípio do Estado de Direito. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte wird gegen diesen Grundsatz verstoßen, wenn eine gerichtliche Entscheidung ergeht, welche dem Angeklagten Schuld zuweist, ohne dass er vorher auf gesetzliche Weise schuldig befunden wurde. Und ohne, dass er Gelegenheit gehabt hätte, seine Verteidigungsrechte auszuüben. Dabei genügt es bereits, wenn eine Begründung den Verdacht erregt, dass das Gericht den Angeklagten vorverurteilt, ihn also bereits als schuldig betrachtet. O réu considera o réu, portanto, culpado antes do fim do processo. Die Unschuld des Angeklagten ist also bis zum rechtskräftigen Nachweis der Schuld deve, portanto, im gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zu vermuten, prova, um eine unvoreingenommene Behandlung da culpa, des Beschuldigten no processo, zu gewährleisten. Legalmente prescrito, para garantir tratamento sem preconceitos do réu. Diese Vermutung zugunsten des Beschuldigten muss in einem Prozess ordnungsgemäßen Verfahren widerlegt werden, bevor wegen eines Tatvorwurfs Entscheidungen getroffen werden, antes die die Feststellung von Schuld erfordern. Em função da acusação de die Darlegungslast que exige a constatação da culpa. Aqui o ônus probandi, o ônus da prova, está do lado da promotoria. Da die Bestrafung des Feindes nach Jakobs Ausführung aber nicht inimigo, erfordert, de acordo com dass Jacobs, bereits eine Tat begangen não wurde, exige que se tenha cometido sondern vielmehr auf zukünftige und potenzielle Taten muito, pelo sanktioniert werden dürfen, penal de atos kann eine solche e até atos unvoreingenommene Behandlung des Angeklagten nicht garantiert sem werden. Der Beschuldigte, acusado, der wegen einer réu, zukünftigen potenziellen Tat vor Gericht gebracht wird, tribunal, kann sanktioniert werden, futuro, ohne dass es eine konkrete Tatschuld erwiesen wäre, sem, da er einzig aufgrund seiner generellen Gefährlichkeit bestraft werden darf. Pois, o réu pode ser
Zwar muss wohl auch im Feinstrafrecht praktikablerweise eine gewisse Tatsachengrundlage bestehen, aufgrund derer der Feind verwahrt werden kann. Beispielsweise könnte eine Person, die sich in Pakistan, Afghanistan oder Syrien aufgehalten hat, verhaftet werden, weil ihr Aufenthalt vielleicht terroristisch motiviert war. Estadia nesses países, und talvez tivesse motivações terroristas e fazendo com que essa pessoa eventualmente se tornasse perigosa. Eine gewisse Tatsachengrundlage, uma certa der Auslandsaufenthalt ist so gegeben. A permanência no exterior, sie assim, bildet existe. Die Basis für die Gefährlichkeitsprognose. Ela constitui a base do prognóstico da periculosidade. Ist dagegen nicht se, sicher, no entanto, ob sich der Betroffene certo, tatsächlich se, in einem solchen Land aufgehalten hat nesse país, oder ob lediglich ou, eine Personenverwechslung se apenas gegeben ocorreu ist, uma, fehlt es an troca einer solchen de pessoas, então, essa base factual básica. In diesem Fall bleibe caso, wohl, wenn man nicht jeden vorsorglich wegsperren will, haveria, eine Unschuldsvermutung zumindest zu einem gewissen Grad bestehen. A não ser que nós quiséssemos prender preventivamente todas as pessoas. Freilich wäre diese wohl eher no auf entanto, eine Art essa Ungefährlichkeitsvermutung beschränkt. Restringir-se-ia mais provavelmente a presunção de uma não periculosidade. Ein solches Vorgehen bei tal den sogenannten procedimento, Feinden stellt jedoch einen sicheren Verstoß assim gegen Unschuldsvermutung inimigos, dar representa, und ist entanto, uma infração daher certa, mit ihr unvereinbar. Líquida e certa da presunção da inocência, sendo assim incompatível com ela. Und wie ist nun die Vereinbarkeit mit der Menschenwürdegarantie zu bewerten? Devemos agora avaliar a compatibilidade com a garantia da dignidade humana. Nach Artikel 1, Absatz 1, Satz 1, parágrafo 1º, des deutschen Grundgesetzes primeira, ist die Würde des da lei Menschen fundamental alemã da nossa Constituição, a dignidade do homem, do ser humano, dabei umfasst die Menschenwürde den sozialen Wert und Achtungsanspruch, a dignidade humana abrange der dem Menschen o valor social wegen seines Menschseins zukommt. A pretensão de respeito que o ser humano tem enquanto ser humano. Ein Verstoß gegen uma dieses Gebot liegt nach der Objektformel existe, des deutschen Staatslehrer Dürig de com a dann vor, objetual do wenn der alemão konkrete Dürig, Mensch zum Objekt quando, o ser zu einem bloßen concreto, Mittel zur vertretbaren Größe herabgewürdigt objeto, wird. Em mero recurso, em mero meio, em uma mera grandeza substituível. Ein Täter darf insofern keiner Behandlung ausgesetzt werden, die seine Subjektqualität prinzipiell in Frage stellt oder die im konkreten Fall als eine willkürliche Missachtung des Menschen erscheint. E no caso concreto pode afigurarsi come un desrespeito arbitrario do ser umano. Im Feinstrafrecht von Jacobs, já no aber direito kommt penal do inimigo zu einer de Jacobs, systembedingten a uma Reduzierung des Täters auf ein Objekt, sistêmica, do autor indem der a um Täter objeto. Als Unperson pois betrachtet autor, wird, visto die sich como vermutlich uma dauerhaft vom Recht abgewendet que, hat. Provavelmente, eu cito aqui Gunther Jacobs, afastou-se do direito duradouramente. Der Feind ist nach der Grundkonzeption von Jacobs kein Gesellschaftsmitglied und hat daher keine bürgerlichen Rechtspositionen inne. Mithin stehen ihm auch keine Prozess- und Grundrechte zu, auf die er sich im Strafverfahren berufen kann. Der Feind wird vielmehr als Gefahrenherd und Sicherheitsproblem gesehen, der ausgeschaltet bzw. kaltzustellen ist. Problema para a segurança, que é desligado, deve seine ser desligado, neutralizado ou mesmo eliminado. O seu tratamento pelo Estado orienta-se correspondentemente segundo meras considerações de oportunidade. Bei der Sicherung des Feindes geht es damit nicht mehr um den Umgang mit einer Person, prisão do inimigo, sondern der potenzielle Täter wird quasi uma pessoa, einem mas, wilden Tier gleichgesetzt. Com autor potencial que é praticamente igualado ao animal selvagem.
Eine solche Betrachtungsweise verstößt offensichtlich gegen die Objektformel. Di consideração patentemente viola a formula objetual. Der Täter erscheint im Rahmen des Feinstrafrechts als bloßes Objekt im staatlichen Strafverfolgungsszenario. Come un mero oggetto no scenario di combatti statali aos crimes. Diese Degradierung des Feindes do inimigo rechtfertigt sich unter Zugrundelegung des Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes primero, auch nicht primero, etwa dadurch, alemã, dass dieser besonders melhor, gefährlich ist. Pelo fato do inimigo ser especialmente perigoso. Dies ergibt sich bereits aus der durch die Menschenwürde verbürgerte absolute Gleichheit aller Menschen und das hieraus resultierende Verbot der Ausgrenzung, auch von schwersten Verbrechern aus dem persönlichen Gewährleistungsbereich grundrechtlicher Garantien dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados. Insofern darf selbst ein gefährlicher Täter sentido, nicht zum bloßen Objekt der Verbrechensbekämpfung gemacht pode werden. Ser transformado em mero objeto de combate ao crime. Eine Unterscheidung zwischen uma Menschen entre seres humanos, oder eben Bürgern und Feinden entre, ist daher mit Artikel 1 prinzipiell unvereinbar. Em princípio incompatível com o artigo 1º, parágrafo 1º, frase 1 da lei fundamental alemã. Zum Abschluss lässt sich mithin Folgendes festhalten. Gostaria de dizer o seguinte. Das Feinstrafrecht verstößt eindeutig gegen die Unschuldsvermutung viola und verletzt auch die Menschenwürde, a presunção da inocência, die jedem Menschen verfassungsrechtlich garantiert a dignidade ist. Humana, assegurada constitucionalmente a toda e qualquer pessoa. Dies geschieht dadurch, dass sie ihn zum reinen Objekt der staatlichen Strafverfolgung macht. Porque o direito penal do inimigo transforma o inimigo em mero objeto da persecução penal. Damit ist das Feinstrafrecht unvereinbar mit den Grundwerten unseres rechtlichen und gesellschaftlichen Systems. Do nosso sistema jurídico e social. Ein solcher Verstoß então, ist aber auch mit Hinblick auf die erhebliche Gefahren für den Staat nicht hinzunehmen. Consideráveis perigos para o Estado, de modo que a pergunta se carecemos de direito penal especial para ilícitos penais que colocam em risco o Estado, deve ser respondida com claro não. Nun befindet sich aber bereits Feinstrafrecht beziehungsweise Spuren dessen in verschiedenen Rechtssystemen. Mit Blick auf die oben gefundenen Ergebnisse encontrados na minha palestra, vale para a ciência do direito e para o legislador o seguinte: essas tendências ao direito penal do inimigo devem ser identificadas e contra-arrestadas em benefício da proteção da dignidade do homem e das garantias jusprocessualistas do indivíduo. Obrigada. Temos a agradecer, né, a palavra da professora, realmente uns verbleibt uns nur mais feliz Ihnen zu danken, né, ver que realmente nós não estamos tão longe, porque o direito penal, quem gosta de estudar, já deve ter lido Jacobs, com certeza, né? Wer Strafrecht é muito kennt, bom de ler. Wer sich mit Jacobs beschäftigt, wird Günter Jacobs schon gelesen haben. Ich würde es begrüßen, wenn unser Kollege Luis jetzt einiges über Deutschland sagen würde. Er ist ja in Deutschland, er hält sich zu Studienzwecken in Deutschland auf. Ich möchte ihm gerne das Wort erteilen. Ja, guten Tag allerseits. Es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein. Estou tendo a oportunidade de fazer o mestrado e agora já fui convidado para fazer o doutorado no próximo semestre. E todos aqueles que se interessam em fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado na Alemanha, existe sim a possibilidade. Um dos requisitos, evidentemente, é a fluência na língua alemã. Isso pode ser certificado especial.
mündlich und schriftlich der Herrscher. Jede Universität führt Sprachkompetenzprüfungen durch, um die Kompetenzen der deutschen Sprache zu testen. Hier in Brasilien kann man diese Prüfung auch ablegen im Goethe-Institut in São Paulo, in Porto Alegre, in Curitiba, in verschiedenen brasilianischen Hauptstädten kann man diese Sprachprüfung ablegen und sich damit qualifizieren, um das deutsche Recht kennenzulernen, das ja die Grundlage des brasilianischen bürgerlichen Rechts ist, des Abgabenrechts, des Strafrechts, des Verfassungsrechts selbst. Der Bundesrichter Gilmar Mendes könnte dies bezeugen, wenn er hier wäre. Ich stehe Ihnen also zur Verfügung, falls Sie zusätzliche Informationen wünschen, sei es mit persönlicher Beratung. Fragen Sie mich, wenn immer nötig. Vielen Dank. Dieser wissenschaftliche Austausch ist sehr gut. Wir leben nicht in abgeschotteten Systemen. Das Strafrecht muss eingesetzt werden, um die Grundrechte zu verteidigen. Dieses Prinzip muss durchgesetzt werden. Wir haben sehr interessante Beispiele im ersten Vortrag gehört, aber auch im zweiten Vortrag. Wir sollten uns nicht nur mit der Nabelschau befassen, sehen, was im Ausland passiert. Dafür ist der wissenschaftliche Austausch gut. Unser Kollege Luis ist heute in Deutschland, studiert in Deutschland. Vielleicht lernen die Deutschen auch ein wenig von ihm, denn Austausch ist ja keine Einbahnstraße. Unser Strafrecht ist von Deutschland, von Brasilien, von Italien beeinflusst worden, inzwischen auch sehr stark von den USA. Dieser Austausch ist wichtig, denn so können wir brasilianische Wertvorstellungen im Ausland bekannt machen und ausländische Werte für Brasilien rezipieren. Ich freue mich sehr über diese Veranstaltung. Ich selbst bin Strafrechtler. Und sehe, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir sind vom europäischen Strafrecht gar nicht so entfernt, wie es den Anschein haben mag. Ich bedanke mich noch einmal sehr herzlich bei Professor Heger und Frau Petsche. Ich habe große Probleme, weil ich ein Sprachmuffel bin. Ich beschäftige mich nicht gerne mit Sprachen, sondern lieber mit Strafrecht. Ich bedanke mich sehr bei dem Kollegen Luis. Ohne ihn hätten wir die ausländischen Referenten nicht einladen können. Akademie como da magistratura, mas isso nos dá ânimo, né? Eu quero muito fazer isso e ele já está um passo à frente da minha. Ich würde gerne das machen, was Luis tut. O IDP está de portas abertas e com certeza vai möchte ich unseren ausländischen Gästen sagen, dass IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, caminhando para o doutorado, eine Politik der offenen Tür. Wir werden demnächst auch einen Promotionsstudiengang einrichten und dann werden wir uns vielleicht besser qualifizieren, um einen Austausch auch auf institutioneller Ebene mit Ihnen auf den Weg zu bringen. Nochmals herzlichen Dank. Ich übergebe Ihnen jetzt, Herr Heger und Frau Petsche, ein Zertifikat. Eine Bescheinigung, dass Sie diesen Vortrag gehalten haben. Falls Sie noch einen abschließenden Kommentar abgeben wollen, übergebe ich Ihnen das Mikrofon. Sonst heben wir die Versammlung auf. Ja, ich denke, ich kann hier für uns beide sagen, es ist auch für uns eine große Ehre, hier zu sein. È per noi motivo di grande onore poter stare qui. So viele von Ihnen hier bonito parlare qui per un pubblico tan grande, un pubblico tan attenzioso. Wir müssen, glaube ich, als Deutsche wirklich nos como alemães precisamos
das deutsche Recht überall hin exportiert wird. Libertarnos dessa ideia preconceituosa de que o direito alemão é exportado para o mundo inteiro. Nós temos que aprender também dos países, dos estados que no passado recepcionaram o direito alemão. Damit gemacht haben, quais foram as experiências desses países e que tentativas de melhoria do direito foram bem sucedidas nesses países. A Alemanha pode se beneficiar muito disso para fins de qualificação e aperfeiçoamento do seu próprio direito. Nesse sentido, eu penso que entre países europeus como a Alemanha e países latino-americanos como o Brasil, podemos encaminhar intercâmbio científico. E isso seria muito importante para os dois países. Diante disso, me alegra muito que no futuro talvez exista a possibilidade de institucionalizar isso mais ainda in einem Doktorprogramm wechselseitig zu einem Austausch. Por exemplo, organizando intercâmbio num programa de doutorado ou em outros programas. Mais uma vez, muito obrigado da nossa parte. Ja, ich möchte mich eigentlich nur noch schnell anschließen. Eu gostaria de emendar nas palavras do professor Heger e agradecer de coração por essa experiência positiva que nós fizemos aqui. Ich muss sagen, ich freue mich auch sehr, dass wir so viele Zuschauer oder Zuhörer haben. Também fiquei muito contente em ver que tivemos tantos ouvintes. E gostaria de Interesse auch von der deutschen enfatizar Seite ainda que an einem Austausch há grande interesse no intercâmbio de cientistas alemães e brasileiros. Nós também temos interesse. Mais uma vez, muito obrigado da minha parte. Portanto, colegas, agradeço a presença de vocês. Ja, liebe Kollegen, estudem. Aos meus alunos eu pedi um resumo, né, em alemão, mich, dass ihr erschienen seid. Sobre o que foi dito aqui. Ich habe meinen Studenten gesagt, dass sie heute in deutscher Sprache einen Bericht über diese Veranstaltung anfertigen. Damit hebe ich die Veranstaltung auf.